So, hallo, hier sind wir da im Schnäppchenblock. Im Link habt ihr ja gelesen, dass das Gas überall extrem teurer wird. Drum lohnt sich auf jeden Fall, Gas zu vergleichen. Und das kann man hier auf verivox.de sehr gut machen. Die haben, denke ich, das größte Vergleichsportal. Und wie man das genau macht, das zeigt uns jetzt der Herr Müller. Da muss ich ihn nur schnell hochscrollen. So, Herr Müller, legen Sie los. Das ist Herr Müller. Herr Müller sucht gerade günstige Tarife im Tarifdschungel. Stimmt's, Herr Müller? Aber dafür gibt's doch Verivox. Wir sind das größte unabhängige Verbraucherportal für Energie und Telekommunikation in Deutschland. Bei uns finden Sie den günstigsten Tarif, können direkt wechseln und so zum Beispiel im Bereich Energie bis zu 700 € im Jahr sparen. Das hat uns zum Testsieger der Stiftung Warentest in der Kategorie Strompreisvergleicher gemacht. Kein Wunder, denn wir arbeiten mit einer großen Redaktion aus unabhängigen Profis, die ständig alle Tarife prüfen und Änderungen sofort einpflegen. So finden Sie mit unserem ganz einfach zu bedienenden Tarifrechner immer tagesaktuelle Tarife für Strom, Gas, Festnetz, Handy und Internet. Wenn Ihnen etwas unklar sein sollte, unsere umfangreichen Ratgeber zu den Themen Strom, Gas, Festnetz, Handy und Internet informieren Sie über alle wichtigen Fakten. Für einen aussagekräftigen Vergleich empfehlen wir Ihnen, eine aktuelle Rechnung zur Hand zu haben. Dann können Sie genau prüfen, wie viel Geld Sie tatsächlich sparen können. Und wenn alle Stricke reißen, gibt's ja immer noch unsere kostenlose Beratung per E-Mail oder Telefon. Wie Herr Müller haben schon rund 1 Million Kunden unseren Service genutzt und ihren Anbieter gewechselt. Zusammen konnten Sie bereits viele Millionen Euro sparen. Machen Sie jetzt Ihren Tarifvergleich und wechseln Sie mit Verivox zu dem für Sie besten Anbieter. Danke, Herr Müller. So, da haben Sie jetzt gesehen, wie es funktioniert. Also es ist ganz einfach. Man muss nur sich entscheiden, was will ich? Privatkunde hier. Strom, Gas und so weiter. Gehen wir jetzt mal bei Gas rein. Und ich gebe hier die Postleitzahl ein. 88045 passt. Und hier unten lasse ich einfach mal 20.000 Kilowatt pro Stunde. Das sehen Sie in Ihrer letztjährigen Rechnung, was da drin ist. Und dann Tarif berechnen. So, und dann zeigt er uns hier gleich 94 verschiedene Gaspreistarife hier in der Region. Und beim ersten spare ich doch schon gleich mal gegenüber der TWF, wie man es hier sieht. TWF ist der regionale Gasversorger, gegenüber dem Standardtarif 760 Euro fast. Also das lohnt sich auf jeden Fall, oder 740, das untere. Ja, und da muss ich einfach sehen, was ich will. Der hier ist jetzt zum Beispiel mit 12 Monate Vorauskasse. Das muss ich wollen oder nicht. Also mein Fall wäre es nicht so vorauszubezahlen. Aber kann man natürlich machen. Es lohnt sich auf jeden Fall, inklusive 580 Euro Neukundenbonus. Wenn ich das gar nicht will, dann kann ich es hier auch ausschließen. Ich kann hier mit Vorauskasse das Häkchen rausmachen und dann zeigt es mir halt erst die unteren an. Oder ich scroll einfach mal ein Stück runter. Der zum Beispiel ist ohne Vorauskasse und hat nur 1 Monat Vertragslaufzeit. Toll ist natürlich, wenn es auch welche sind, die dann Preisgarantie haben, wenn man denkt, der Preis wird in den nächsten 2 Jahren noch steigen. Also einfach vergleichen. Das Gleiche gilt natürlich auch beim Strom. Hier kann man auch sehr viel sparen oder wenn man natürlich jetzt sagt, nach dem ganzen Theater, das wir hatten, ich möchte keinen Atomstrom, ich möchte umsteigen zu Ökostrom, kann ich mir hier erstmal ein bisschen was durchlesen und dann auch über den Preisvergleich mir den günstigsten Ökostromhersteller raussuchen. Lohnt sich auf jeden Fall. Und dann Ganze auch beim Telefon, wobei zum Handy muss man sagen,
Da wurde schon oftmals bewiesen, dass sich ein Vertrag, ein Festvertrag sowieso nicht lohnt über 2 Jahre. Also da besser ein Handy kaufen, auch wenn es teuer ist. Über die 2 Jahre gerechnet ist es dann im Endeffekt günstiger. Da wünsche ich euch jetzt viel Spaß damit. Schaut euch einfach um auf dieser Seite und ich kann nur sagen, wechselt, das spart enorm Geld und keinerlei Ängste. Jeder der Grundversorger ist immer verpflichtet zu liefern, also da muss man keine Angst haben, dass man mal ohne Strom oder Gas dasteht. Okay, viel Spaß dabei.